Es sind nur noch 8 Jahre und schon wieder steht die WM 2022 in Katar im Mittelpunkt. Durch die Entscheidung, das Turnier in das arabische Land zu vergeben, hat die FIFA für viel Aufsehen gesorgt. Die Reaktionen waren jedoch überwiegend negativ. Vor der WM in Brasilien muss sich FIFA-Boss Sepp Blatter einmal mehr unangenehmen Fragen stellen. Erneut wurde ein früheres Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees der Korruption beschuldigt. Der ehemalige Vizepräsident der FIFA, Mohammed bin Hammam, kommt, welche Überraschung, aus Katar. Vor der Wahl im Dezember 2010 soll er insgesamt 3,7 Millionen Euro an verschiedene Offizielle gezahlt haben. Hammam ist mittlerweile nicht mehr in die Organisation des Verbandes eingebunden. Im Juli 2011 wurde er auf Lebenszeit vom Fußball ausgeschlossen. Nachdem seine Revolte gegen Sepp Blatter scheiterte, wurde er der Korruption überführt. Die neuen Vorwürfe erhöhen den Druck auf die FIFA, die Vergabe der WM 2022 noch einmal neu aufzurollen. Der neue Vizepräsident Jim Boyce stellte bereits klar, dies zu befürworten, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten.